Ich weiß noch nicht genau, was ich tue. Aber ich bin mir ganz sicher, wen ich dabei an meiner Seite haben werde. Sunny! Mich! Das Semester war so anstrengend. Violet und ich brauchen unbedingt einen BZZZ-Tag. Das steht für Bestie-Zeit zu zweit. Yep. Also dann würde ich sagen, lass uns loslegen! Du sagst es. Viel Spaß, Bestie. Bis später. Hi, hi, hier ist eure Vi-Vi. Wenn ihr mir folgt, wisst ihr, was läuft. Wir starten gerade unseren Tag 1 an der Rainbow High. Die beste Highschool für visuelle Künste, egal wo. Also, seid ihr klar zu... Wow. Sind die an unserer Schule? Nein. Vielleicht doch. Hey, siehst du schlecht, denn du starrst so auf uns. Nein, ein wenig. Violet Willow, ich drehe meine Online-Reality-Show, das Vi-Life. Ihr habt sicher davon gehört. Nein. Und du kannst Videos nicht ohne Einverständniserklärung machen. Einverständniserklärungen? Ich habe schon 500.000 Follower auf Social Media, eine eigene Plattform. In echt jetzt. Hi, ich bin Sunny Madison, Violets BFF schon seit Ewigkeiten. Und ich kann's nicht glauben, wir sind beide an der Rainbow High. Das nenne ich Talentzwillinge. Eine von euch hat Cartoons in einem Magazin veröffentlicht. Sucht das Cover dieser Zeitschrift und findet den nächsten Hinweis. Ich weiß wer, es ist Sunny. Es war der letzte Tag der 6. Klasse. Meine Mom hat uns ein Makeover spendiert. Hashtag Ziele in der Mittelschule. Ja, ich kann mich genau erinnern, das war meine erste Maniküre. Oh, wie aufregend. Ich mag die Story. Wer was für mein Tagebuch? Welches Magazin? Eine Sekunde, Winners. Hey, und ich weiß auch, wo wir das Cover finden. Folgt mir. Tada! Jade, leihst du mir dein Shirt aus? Und wofür? Ich mach damit sauber. Zum Anziehen natürlich. Hashtag Klamottentausch. Alles klar, Poppy. Leihst du mir dein Hoodie? Sunny kriegt meine Ohrringe. Hi, Poppy. Hey, Ruby. Ich hab mich gefragt, ob... Später, Amaya. Ich will mich erstmal umziehen. Guten Morgen, Mädels. Violet, ich hab den Hoodie. Her mit den Ohrringen. Und Jade, hier ist meine Jacke. Krass. Amaya, ich wünsche dir einen schönen ersten Tag an der Rainbow High. Oh, coole Frisur ganz nebenbei. Diese Strähnchen, Herz-Emoji. Oh, was habe ich nun schon wieder verpasst? Drama in Kombination mit lauter Musik und irgendwas, was ich falsch gemacht habe. Hey, cool, meine Skier. Ja, die kam heute mit der Post. Warum hast du zwei verschiedene? Vi und ich haben jeweils einen Ski getauscht, damit wir die Skitausch-Besties sind. Das sind meine oder vielleicht doch ihre? Ich frag sie. Vorsicht! Darf ich mal durch? Danke! Vi, was machst du denn da? Weißt du, ich verpasse mir gerade einen. Ich will eine schreckliche Freundin Haarschnitt. Was sieht wohl schlimmer aus? Ein Topschnitt oder ein Iro-Käse? Vi, hör auf, du bist keine schreckliche Freundin. Worum geht's hier eigentlich? Ist doch klar, du bist sauer auf mich und das schon seit dem ersten Schultag. Aber das stimmt doch nicht. Ich bin immer nur dann sauer auf dich, wenn du beim Essen nach einer meiner Pommes fragst, denn es bleibt niemals nur bei einer, Vi. Bitte entschuldige. Ich fühle mich schrecklich, weil ich dich bezüglich des Zusammenwohnens angelogen habe. Noch schlimmer ist, dass wir nie darüber gesprochen haben. Was soll's, wir reden doch jetzt. Und ja, das hat meine Gefühle verletzt. Am Anfang, doch, dann wurde mir klar, dass du recht hattest. Sieh nur, wie viele Freundinnen wir gefunden haben, das ist toll. All das hat dazu geführt, dass das Band zwischen uns stärker geworden ist. Glaubst du wirklich, Sunny? Ja, ich meine, natürlich nur, wenn du wegen der Sache mit Ainsley nicht mehr sauer bist. Ach was, schon vergessen. Ich war nur etwas neidisch. Okay, ich erzähle dir alles über ihr Modezimmer. Du bekommst sogar Skizzen davon. Danke, Sunny. Deine Skier? Moment, oder sind das meine Skier? Keine Ahnung. Meine Mom hat sie geschickt. Nun, die Skitausch-Besties-Regeln besagen, ich muss meine Skier bei dir zu Hause lassen und du deine bei mir. Also sind das meine. Ich sag meiner Mom, dass sie uns deine schicken soll, dann können wir zusammen Skifahren gehen. Ah, Skitausch-Besties ehren. Okay, wo ist dieses Archiv? Komisch, es wurde wohl nicht markiert. Hm, Miss Wright meinte, dass man auf der Karte sieht, wo man anfangen soll. Also vielleicht beim Einhorn, wo steht hier Anfang? Oh, da ist eine Zeichnung von einem Regenbogen, wie niedlich! Oh, darf ich mitkommen, bitte?
wird ein richtiges Abenteuer. Na klar. Das wird die coolste, beste Freundinnen-Schnitzeljagd aller Zeiten. Komisch. Kein geheimer Raum, nur ein paar Schließfächer. Er muss ganz sicher irgendwo dahinter sein. Was steht da noch? Ich glaube, hier ist ein Rätsel. Welche Farben sind alle Farben? Bestimmt ist es weiß. Nimm das weiße Schließfach. Farben anstatt Zahlen? Das Rätsel! Jede Farbe besteht aus den drei Grundfarben. Rot, Blau und Gelb. Ich lass dir den Vortritt. Wollen wir vielleicht zusammen gehen? Das Rappen! Oh, es ist so winzig. Eine Anstecknadel. Genau so eine hatte doch Miss Wright. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch, Ladies. Ihr habt als Erste aus eurer Klasse den Weg ins Rainbow High Archiv gefunden. Dann... Es wäre so viel einfacher, wenn wir mit Sunny reden könnten. Ich weiß, was fast genauso gut ist. Hallo, Leute! Los, Team Rainbow! Gut, dass sie sich an mich gewendet haben, denn ich weiß ganz genau, wie Sunny tickt. Wie sagt man? Schwestern kommen und gehen, aber Besties bleiben für immer. Okay, ich habe Notizen und diese Kiste mit Sachen von Sunny aus ihrem Schrank. Erstmal, der Rock hier muss weg. Abgesehen davon, dass man leicht drüber stolpert, verdeckt der Rock eure super coolen Clogs und Socken, die einfach nur Sunny schreien. Also, bye-bye, Till. Das ist Sunnys Lieblings-T-Shirt. Unter der Jacke sah das toll aus. Ah, gefällt mir. Und wie wäre es mit Sunnys Illustrationen auf dem Rock? Ja, und was Figurbetontes. Was ist das Gegenteil von Till? Vielleicht Vinyl? Oh, gibst du mir mal den Teddy? Ich hab ne Idee. Dir haben sie den perfekten Look für mich designt. Du verstehst mich also wirklich. Dank nicht mir. Ich hätte was Besseres gemacht. Ja, weißt du, Skylar hat Violet gebeten, uns zu helfen. Wirklich? Oh. Vielleicht wiederhole ich den Test. Den Test? Warum benutzt du das T-Wort an unserem freien Tag? Damit können wir unsere wahren Farben herausfinden. Amaya, du solltest versuchen, deinen freien Tag zu genießen, anstatt ihn mit diesem Test zu verschwenden. Ja, kann sein. Ganz nebenbei, wo bist du gewesen? Du hast die Pancakes verpasst. Oh, ich habe Stella meine Strandtasche vorbeigebracht. Sie nutzt den freien Tag, um mit ihrem Privatjet nach Miami zu fliegen. Ziemlich cool, was? Es geht so. Ich brauche keinen Ausflug nach Miami. Ich bleib lieber hier und lass es etwas ruhiger angehen. Stella hat ihr eigenes Flugzeug? Der absolute Wahnsinn! Ja. Naja, es ist vielleicht nicht ganz so fancy, aber Bella und ich wollen den freien Tag nutzen, um kreativ zu sein. Wir machen ein einzigartiges Kunstwerk für die Rainbow Union. Ja, und wir haben schon haufenweise Ideen. Also, ich nutze den freien Tag, um mich auf die Feiertage vorzubereiten. Dieses Jahr probiere ich mal was Neues aus. Etwas, das nichts mit Musik zu tun hat. Backen! Oh, yummy! Ich freue mich einfach nur mal einen Tag lang nichts zu tun. Same. Jade und ich wollten das meiste aus diesem Tag rausholen, indem wir möglichst wenig tun. Nur das Allernötigste. Ich weiß noch nicht genau, was ich tue. Aber ich bin mir ganz sicher, wen ich dabei an meiner Seite haben werde. Sunny! Mich! Das Semester war so anstrengend. Violet und ich brauchen unbedingt einen BZZZ-Tag. Das steht für Bestie-Zeit zu zweit. Yep! Also dann würde ich sagen, lass uns loslegen! Du sagst es. Viel Spaß, Bestie. Bis später. Oh nein. Nein, 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 nein! Das ist eine absolute Katastrophe! Ist das so eine Art Prank, bei dem man so tut, als wäre was Schlimmes passiert, nur um zu sehen, wie die beste Freundin darauf reagiert? Nein, die Sache ist echt ernst, Sunny. Ich hab mein Handy verloren. Oh nein! Ich hab's verloren. Es ist... Futsch! Ich habe in einem Video gesehen, wie man in Notfällen reagiert.
Zuerst durchatmen. Ein und aus. Gut, und jetzt überleg mal genau, wo war die vermisste Person zuletzt? Ich meine dein Handy. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte es das letzte Mal in der Hand, als ich bei meinem Spind war. Okay, auf zu deinem Spind! Es ist alles gut, okay. Warum bist du eigentlich an deinen Spind gegangen? Weil ich die Strandtasche für Stella holen musste. Ah, die mit den vielen Seitentaschen. Könnte es vielleicht sein, dass du dein Handy darin vergessen hast? Ja, vielleicht. Aber ich muss das ganz sicher wissen. Stella hat es. Was? Wie weißt du das so schnell? Naja, ich habe Stella geschrieben und das kam zurück. Oh, wir müssen es holen. Zum Flughafen. Jetzt. Leider ist sie schon längst gelandet. Was? Heute Abend ist sie hier. Heute Abend? Oh. Kommst du denn zurecht? Klar. Ich verspreche, dich zu beschäftigen, okay? Danke. Und jetzt wünschte ich, ich hätte mein Handy, damit ich allen texten könnte, wie toll meine beste Freundin ist. Oh. Huh? Was zum magischen Regenbogen ist das? Wow, das ist ja wunderschön. Und wir sollten es wohl wieder zurücklegen. Huh? Seltsam. Er ist, leer. Und ziemlich staubig. Ich bin mir sicher, dass dieser Spind schon sehr, sehr lang nicht mehr benutzt worden ist. Oh, wie lange warst du denn da drin, mein kleiner Eierspatz? Eierspatz? Das sieht doch eher wie ein Kristall aus, finde ich. Ja, ich weiß, aber sieh's dir doch an. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas drin. Irgendwas Magisches. Oh, Eierspatz, wir lieben dich und wir werden dafür sorgen, dass es dir an nichts fehlt. Ach, endlich zu Hause. Okay, was machen wir jetzt mit dir, mein kleiner Eierspatz? Hey, wir mussten doch in der dritten Klasse mal für diese Eier sorgen. Oh ja, und wir konnten die Küken schlüpfen sehen. Wenn ich mich richtig an dieses Projekt erinnere, war es besonders wichtig, das Ei weich zu lagern. Und außerdem musste das Ei es schön warm haben. Und das Allerwichtigste ist ganz viel Liebe. Das ist das Einfachste, denn das hier ist das süßeste Ei ever. Na du? Ja, das bist du. Oh, Sunny, du bist so eine gute Eimutter. Ich weiß, es hat keinen Mund, aber denkst du, es will vielleicht einen Snack? Versuchen wir's. Oh, toi, toi, toi. Hey, Poppy, was treibst du so? Ich backe. Oh. Sieh nicht hin, Eierspatz. Und sie lebten glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Und Ende. Glaubst du, es ist eingeschlafen? Ganz sicher. Ei, spürst du das? Ist das ein Erdbeben? Nein, das ist bloß das Ei. Es wackelt und es leuchtet. Es wird schlüpfen! Sehr gut, Eichen. Weiter so. Ich wusste doch, dass du schlüpfen würdest. Du schaffst das! Wir sind beide so stolz auf dich! Warte, davon brauchen wir ein Video. Aber ich habe mein Handy nicht. Sunny, kannst du vielleicht eins machen? Oh, mein Akku ist leer. Naja, dann machen wir ein Video in unseren Köpfen. Und wir genießen es in echt. Willkommen im Leben, kleiner Spatz. Du bist das beste Haustier aller Zeiten. Das ist das absolut Unglaublichste und Komischste, was uns je passiert ist. Und wir haben kein Video, das beweist, dass es vor unseren